Meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. AfD gewinnt Landtagswahl in Thüringen. Laut vorläufigem Ergebnis der Landeswahlleitung erreicht sie 32,8% der Stimmen. Ihr folgen die CDU mit 23,6%, das BSW mit 15,8%, die Linke mit 13,1% und die SPD mit 6,1%. Grüne und FDP schaffen es nicht in den Landtag. Die Wahlbeteiligung lag bei 73,6%. Thüringens CDU-Chef Vogt sieht im Ergebnis den Auftrag zur Regierungsbildung. Allerdings gibt es für ein Bündnis von CDU mit BSW und SPD keine Mehrheit. Noch Ministerpräsident und linken Politiker Ramelow bot Vogt an, ihn bei der Bildung einer demokratischen Regierung zu unterstützen. AfD-Spitzenkandidat Höcke sprach von einem historischen Ergebnis und will zu Sondierungsgesprächen einladen. CDU bleibt bei Landtagswahl in Sachsen stärkste Kraft. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Landeswahlleitung kommt sie auf 31,9%, vor der AfD mit 30,6%. Das BSW erhält 11,8%, die SPD 7,3% und die Grünen 5,1%. Die Linke rutscht auf 4,5% ab, schafft aber mit 2 Direktmandaten den Einzug in den Landtag. Die Wahlbeteiligung in Sachsen war mit 74,4% so hoch wie nie. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sieht Grundlage für stabile Regierung. Die CDU stehe bereit, Verantwortung zu übernehmen. Für die Fortsetzung der Koalition mit Grünen und SPD reicht es aber nicht mehr. Das BSW könnte Teil einer neuen Regierung in Sachsen sein. Kretschmer schließt eine Zusammenarbeit nicht grundsätzlich aus. Reaktionen der Parteien in Berlin. Generalsekretär Linnemann sieht die CDU als Bollwerk und einzige verbliebene Volkspartei. Für AfD-Chefin Weidel ist der Ausgang der Wahlen eine Abstrafung der Ampelregierung im Bund. SPD-Vorsitzender Klingbeil sagte, seine Partei müsse kämpfen und besser werden. Das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht spricht von einem grandiosen Erfolg.